Hallo Leute, herzlich willkommen zu Wandern, kleine Lost Place, Natur über Stock und Stein, euer Go Experience. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich befinde mich heute wieder in Waldwille. Das Wetter ist einigermaßen. Ich hoffe, meine Aufnahmen werden diesmal besser. Ja, es geht darum, ich möchte zu euch zum Kamellenboom gehen. Auf Süddeutsch werde ich euch darunter schreiben, was das genau war. So eine kleine Geschichte. Ja, den möchte ich mit euch bewandern und alles so, was jetzt auf der Strecke kommt, was sehenswert ist, Natur, vielleicht auch kleine Kreuze, wieder Denkmäler, die werde ich euch natürlich auch zeigen. Ja, vom Parkplatz bin ich jetzt gerade mal 5 Minuten entfernt. Ist direkt hinten auf der Landesstraße Richtung Heimatsheim. Kann man nicht verfehlen. Ja, das sind ungefähr, wie gesagt, 12 Kilometer, die ich heute bewandere bis dahin, mit hin und zurück. Ja, das möchte ich euch zeigen, hier auf der Strecke. Wenn ihr darauf Lust habt, kommt gerne mit, würde mich sehr freuen. Und sage ich mal, auf geht's, viel Spaß. Wir gehen jetzt hier geradeaus weiter. Da vorne halten wir uns links. Da kommen wir auch in einer alten Kaserne vorbei von der Bundeswehr. Ist jetzt ein Polizeibesitz. Ich glaube Bundespolizei gehört das jetzt. Die sind jetzt da drin. Da kommen wir jetzt noch vorbei. Ja, und dann geht es eigentlich heute hauptsächlich querbeet durch die Natur bis am Kamellenboom. Ich habe auch eine alte, noch meine Actioncam dabei. Die ist ja wasserfest. Die sind hier überall so kleine Teiche, Tümpel. Ich wollte mich einfach mal heute auch mal da reinhalten, mal ausprobieren, ob man da auch was filmen kann mit. Vielleicht klappt es. Dann kann ich euch hier auch mal ein bisschen zeigen. Ein bisschen Unterwasserbilder von so einem Tümpel. Hier haben wir einige davon. Ja, das ist heute mal so ein kleines Schmankerl, was ich euch zeigen möchte, wenn es funktionieren sollte. Ansonsten wieder reine Naturfilm mit einer kleinen Sehenswürdigkeit wieder auf der Strecke. Ja, jetzt gehen wir hier vorne. Links. Müsste jetzt schon sein. Leute, die Kaserne habe ich jetzt hinter mir gelassen oder von Bundeswehr. Ich schreibe aber auch noch mal genau rein, was es genau ist. Ja, jetzt gehen wir hier weiter geradeaus. Ich befinde mich jetzt auch wieder auf dem schönen Waldweg im Villewald. Wie gesagt, ungefähr 46 Minuten brauche ich bis dahin. Und die werde ich auch wieder ungefähr mit ein bisschen Umwege werde ich noch gehen. Wahrscheinlich auch wieder zurück.
Ja, da bin ich wieder, muss hier vorne links rein. Da war doch der Knotenpunkt 9. Da habe ich mich dran gerichtet ein bisschen. Ja, jetzt kommen wir hier so ein bisschen am Fichten vorbei. Kleine Fichtenwald auf der linken Seite. Und da müssten wir uns gleich hinten noch mal rechts halten. Da sind wir doch schon fast am Kamelleboom. Seht ihr, Freunde, überall kommen hier kleine Wanderwege raus. Der sieht ja richtig urig aus darunter. Wahnsinn. Also hier lohnt sich auf jeden Fall mal einen Ausflug zu machen. Wir haben zwar jetzt noch Frühling, aber ich werde auch im Sommer noch mal hier zurückkehren. Wenn alles grün ist. Oh, da vorne kommt eine Bank. Und ein Kreuz sehe ich da rauskommen. Da zeige ich euch auch mal. Das ist ein wurzelnder Baum. Liegt aber auch schon länger. Ja, und da vorne kommt ein D-Kreuz. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch auch sowas, wenn das auf die Strecke kommt. Schauen wir uns mal an. Ja, cool. Herrlich. Ja, und die Wege einwandfrei. Gut begehbar. Klasse. Also bis jetzt habe ich noch keinen Matsch überqueren müssen. Oh, was haben sie denn da vorne reingetan? Muss aber auch mal gucken. Gerade so im Augenwinkel gesehen, dieses kleine etwas. Schön. Ja, dort, so wie es aussieht, komme ich jetzt zum Kamelleboom. Ja, da vorne ist er. Ich bin da. Meine Etappe habe ich erreicht. Knapp 50 Minuten sind wir jetzt unterwegs bis hier. Hier vorne, das müsste jetzt eigentlich sein. Ja, das ist auch der Gedenkstein. Hier vorne steht er. Den zeige ich euch jetzt sofort. Das ist der alte Kamelleboom. Da vorne kann man eine kleine Rast machen. Ich gucke jetzt mal, wie die Bänke aussehen. Aber ich zeige euch erstmal den Kamelleboom. Ja, ein Betonsockel. Und das ist der Überrest davon. Da vorne steht auch der neue. Da gehen wir jetzt gleich auch mal hin. Das umrunde ich mal euch. Den Baum. Klasse, haben wir die Etappe geschafft, die ich heute machen wollte.
Ja, dann gehen wir mal rüber. Schauen wir jetzt mal an die Bank an, ob man da sitzen kann. Hier steht noch was geschrieben. Ja, hier ist der Kamellebogen, Leute. Hier zeigen auch viele Wege ab. Der Weg führt auch über den Römer Kanalweg. Kann ich euch mal zeigen, das Schild. Hier kommt man auch zum Eisernen Mann hin. So viel ich weiß. Und die breite Allee. Ja, der Römer Kanalweg. Ja. Da steht auch Römer Kanal. Sogar noch ein, glaube ich, ein Stück davon über. Will ich mal hingehen, wenn wir dran kommen. Tatsache. Das sind die Schilderungen da vorne. Da steht auch ein Schild auf dem Stein. Römer Kanal. Der ist dann hier vorbeigegangen. Vielleicht auch noch hier runter. Wer weiß, dass er hier vorbeigegangen ist. Von dort gekommen ist. Stark. Ja, gehen wir mal. Erstmal hinterm Tisch gucken. Noch einen kurzen Feuchtig. Ach, hier liegt auch eine Decke. Schönes Fleckchen hier. Das war wieder eine schöne Strecke. So, jetzt gucken wir mal, welche Strecken wir jetzt nach Hause gehen oder zurück. Ich würde mal sagen, hier runter, hinter dem Denkmal, den Weg. Aber gucke ich noch genau auf der Karte gleich. Ja Leute, war schon mal der kleine Weg bis zum Kamellebogen. Den haben wir jetzt geschafft. Jetzt gehen wir gleich einfach nochmal zurück, nochmal so knapp eine Stunde. Ich mache ein bisschen Verlängerung wahrscheinlich draus. Und dann sind wir dann wieder im PKW. Verabschiede ich mich bei euch dann. Aber das dauert noch. Ich mache jetzt mal vernünftig ruhige Päuschen hier. Aber richtig urig. Der Kamellebogen. Noch ein Geschmack. Noch ein Schokolädchen. Erst mal trinken. Ja, hat gut getan, der Butterbrot. Lang genug gesessen. 10 Minuten reichen. Jetzt esse ich noch das Schokolädchen unterwegs. Und dann nehmen wir hier den Weg runter. Ich habe mal auf der Karte geguckt. So ungefähr 51 Minuten geht das hier noch runter. Schauen wir, was da noch kommt so. Ich hoffe, wir noch ein bisschen Sehenswürdigkeiten haben. Wie gesagt, ich will heute noch in den Tümpel finden. Mal die Kamera reinhalten. Da unten am Parkplatz waren auch noch einige. Vielleicht gehe ich da mal dann dran. Wie gesagt, jetzt fahren wir da weiter runter. Und dann schauen wir mal. So. Der Torit. Packen wir alles hier schön rein. Na. Flasche für jetzt. Wichtigste.
zeige ich euch schon mal den Platz. Kann man schön sitzen da vorne. Schöne Ecke hier. Ach, schaut mal, da ist ein Tümpel. Na, ist aber zu niedrig. Kann ich die Kamera nicht reinhalten. Oder? Ah, machen wir den nächsten. Bei dem nächsten Tümpel. So, jetzt folgen wir den Römerkanalweg. So Leute, das war der kleine Highlight heute hier oben, der Kamellebaum. Den wollte ich euch unbedingt mal gezeigt haben. Wie gesagt, die Geschichte von dem Baum, die mache ich auch noch unter dem Text, unter dem Foto, das ich hinten gemacht habe. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Römerkanalweg. Vielleicht sehen wir auch noch ein paar Sachen hier. Geht jetzt so 51 Minuten laut Karte wieder zurück zum Parkplatz. Also heute wieder Wald hier vorne auch wieder. Schöne kleine Waldwanderung machen wir jetzt noch draus. Jetzt knapp eine Viertelstunde nicht mehr gezeigt, weil es ging noch durch den Wald nur ein Stück. Zwei, drei Bilder konnte ich machen. Hier wird jetzt auch ein bisschen windiger. Ich habe noch mal auf der Karte geguckt, da vorne kommt jetzt auch der weiße Stein. Das ist auch so ein kleines Denkmal hier oben. Den nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Ja, und dann gehen wir auch den Weg weiter, links runter. Rechts, habe ich gesehen, geht es nach Rösdorf rein. Stückchen durch den Wald. Ja, wir halten aber jetzt links, wie gesagt. Hier vorne kommt jetzt auch der weiße Stein, den zeige ich euch jetzt auch mal. Ist auch so ein kleines Denkmal hier oben. Soll auch, naja, der Originale geklaut worden sein hier oben. Da haben sie den wieder neu hingesetzt. Ja, hier vorne. Hier ist auch ein Knotenpunkt wieder, wo man sitzen kann. Parkplatz Römerhof. Notfall stand auch hier. Und das ist der weiße. Am weißen Stein. Nicht weißer Stein, sondern am weißen Stein. Ja, ist auch noch so eine kleine Sehenswürdigkeit hier oben. Sag ich mal, ist ein Denkmal. Jetzt 2000 neu gesetzt worden hier. Ja, hier kommt man auch zum Heimatblick. Das war auch damals, wie meine Frau gesagt hat, die waren da so öfters als Kind da. Soll auch sehr schön gewesen sein. Ist leider zu. Ist ein geschlossenes Lost Place, so wie ich voll viel weiß. Ja, hier geht auch der Römerkanalweg weiter. Jetzt kommt die Sonne schon wieder. Ist zwar schön, aber für meine Kamera wieder nicht. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Das war der weiße Stein. Folgen wir dir wieder. Ich habe knapp den Weg verfehlt. Wir sind leider ein bisschen falsch gekommen, aber macht ja nichts. Ich will ein bisschen Natur genießen oder erleben. Wir sind nämlich jetzt am Römerhof. Da ist eine große Golfanlage hier oben bei Bornheim. Ja, die zeige ich euch auch mal von hinten, wenn man ein bisschen dran kommt. So vom Zaun aus kann man hier anschauen. Hier sind schon die große Wiese davon. Ich bin schon ein klein bisschen weiter gelaufen, als ich musste. Ist egal, Leute. Wir wären nämlich da hinten normal an der Golfanlage vorbeigekommen. Die hätten wir rechts hinter uns gelassen, auf dem Weg, den ich normal gehen wollte, rausgesucht hatte. Na gut, jetzt haben wir den weißen Stein auch noch, am weißen Stein auch noch gesehen. Und auch eine schöne Naturwanderung heute. Ja, hier vorne sind es auch ein Golf und Spiel. Habe ich gerade schon einen Abschlag gehört. Das ist eine riesen Anlage auf jeden Fall. Vielleicht komme ich gleich näher dran. Da ist auch einiges los da hinten.
Ja, Freunde, ich habe euch schon mal ein bisschen von der Golfanlage gerade mal ein Foto gezeigt. Vom Römerhof. Golfanlage. Ja, und hier vorne kommen wir jetzt wieder ein Wäldchen rein. Wird direkt wieder ein bisschen angenehmer, kühler. Wenn die Sonne rauskommt, Hammer. Ist schon richtig warm. Ja, jetzt folgen wir dem weiter. Und kommen nachher hoffentlich noch an einem Tümpel vorbei, dass ich mal die Kamera reinhalten kann, was da so drin ist. Kreuscht und fleucht. Ansonsten muss ich beim nächsten Mal machen heute. Ich kann jetzt auch nichts mehr versprechen. Bis jetzt waren dann alles Mutsch-Tümpel. Da wäre die Kamera total vermuddelt gewesen. Ja. Jetzt folgen wir dem Weg, wie gesagt, bei uns so knapp 25 Minuten. Weiß auch nicht viel Umweg, was wir jetzt da gemacht haben. So oben rum. Wie gesagt, 25 Minuten. Hier vorne kann ich mal die Kamera reinhalten. Hier ist ein schöner großer Tümpel. Meine Kamera in den Tümpel. Der sieht ziemlich sauber aus. Dann zeige ich euch nachher die Bilder, die geworden sind. Hier seht ihr meine Action Cap. Habe ich extra mal mitgenommen. Das ist die SJ4000. Probiere ich jetzt mal aus. Leider nur ein kleines Stativ. Na, jetzt sind wir zum Ausprobieren. Vielleicht hat es geklappt, dass man was sieht. Ansonsten muss ich die mal benutzen mit anderen Stativen, längeren. Für am See oder mal wirklich mal mit Schwimmen gehen oder so. Ist jetzt nochmal zum Ausprobieren gewesen. Ja, das war jetzt ein Mutt-Tümpel. Mal gucken, ob die Kamera was aufgenommen hat. Das ist eine Action Cam, die ist auch wasserdicht, bis zu knapp 30 Metern. Die habe ich mir mal besorgt. Aber extra für Unterwasseraufnahmen zu machen. Aber das war jetzt ein Mutt-Tümpel. Ich glaube, ist nichts geworden. Ah, ich lasse mich mal überraschen. Ist ja auch so ein kleines Display drauf. Ein bisschen umständlich jetzt auch drauf zu gucken. Aber wie gesagt, eine tolle Gegend hier. Einfach herrlich. Wunderbar. So, wieder die lange noch geschwart. Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen von der Landschaft hier. Dafür sind wir hier.
Ja, Freunde, ich mache hier schon die Verabschiedung. Da vorne ist der Straßenverkehr. Der führt die Straße lang, die nach Bornheim nach Heimersheim führt. Ja, unser Parkplatz ist jetzt ungefähr noch 2 Minuten entfernt von hier. Ja, wir haben heute durch den Waldwille andere Seite jetzt mal bewandert. Habe ich euch gezeigt. Wir sind an einer alten Kaserne vorbeigekommen, die jetzt zur Bundespolizei gehört, Polizei. Dann habe ich euch den Kamellebogen gezeigt, da haben wir auch ein kleines Päuschen gemacht. Wir sind dann wieder eine Schleife durch den Wald, wo ich mich auch mal leider verlaufen hatte. Sind heute 15 Kilometer draus geworden. Ja, da sind wir auf jeden Fall am Römerhof noch vorbeigekommen. Ich habe noch euch den weißen Stein, am weißen Stein gezeigt können. Und sind dann hier vorne über dem Feld wieder Richtung Parkplatz gekommen. Ich hoffe, euch hat die kleine Runde jetzt gefallen, was eine größere draus geworden ist jetzt. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr dabei gewesen seid, fürs Zuschauen. Denkt dran, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Go Experience. Wandern, kleine Lost Place, Natur über Stock und Stein. Ciao, Leute.